wo die Heiden kommt. Und es soll irgendwas mit Fruchtbarkeit zu tun haben. Hier zu ihrer Linken sehen wir ein Haus, in dem auch ein alter heidnischer Brauch vonstatten gebracht wird. Irgendwie sowieso das sogenannte Kartoffelschälen. Es ist ein Akt inniger Zweisamkeit, in dem es darum geht, einen Sack Kartoffeln gemeinsam zu schälen. Schnitt. Hier diesen Ort des Kartoffelschälens. Wie Sie sehen, riecht es hier schon sehr angenehm nach Zwiebeln. Wir wollen nun einmal dieses Haus betreten. Guten Morgen. Oh. Die Kamera kommt. Oh nein. Oh nein. Ich sitze aber nicht. Ich bin nur Räder selten. Vollstinkt. Komm du mit, Luke? Ich bin der Regisseur. Ich dachte, du kannst gerne die Kartoffeln machen. Ich kann nicht Kartoffeln schälen. Das ist doch wurscht, die kommt ja lange. Ja. Solange du das essen kannst, meinst du, oder? Eili. Du kriegst nichts. Ich meine, es wird dann mehr so ein Schnitzwerk, wenn ich zum Kartoffelschälen anfange. Ja, da bringen wir keinen Kartoffelsalat mehr zusammen. Das eben, genau ist ja das. Hä? Magst du heute schon Spezi? Ach, zwecks Kaffee halt. Irgendwie. Magst du noch Tass Kaffee? Nein, danke, ich trinke gerade Spezi. Das ist doof. Komm mal langsam. Jetzt komm ich ja. Ja. Aber das ist schon was Schönes. Das muss ich mir zuschauen. Den Spruch, den kenne ich auch. Die ist aus dem Augen. Ich bin in der Aufgabe wieder bloß geschaut. Ja, ja. Sie ist schon was er tut. Wenn das rote Lämpchen doch nicht. Die mengen uns nicht. Tja. Was soll man dazu sagen? Gehen wir bitte. Hier sehen wir den heidnischen Brauch des waschbetonten Platten wegbringens. Auf diesen Platten wurde der Maibaum während seiner Vorbereitungsphase gelagert. Und meine Damen und Herren, wir berichten hier live aus Gelting. Hallo, Kamera 1, 2, check, geht. Ja. Gelting, Sie sehen hier die Geltinger Maiburschen. Kamera schwenkt. Gut. Und jetzt ein Interview mit Thomas Edner. Thomas, Sie sind hier der Regisseur. Der Regisseur. Wie stellen Sie sich das weiterhin vor? Es wird ein, ein wundervoller Tag. Ein Tag in der Geschichte Geltings. Es ist nicht leicht, ein 3 Tonnen schweres Stück Holz aufzustellen, noch zu die Senkrechte. Toll. Aha, Sie haben daran sehr lange gearbeitet. Wie haben Sie es geschafft? Sie hatten keine fähigen Leute. Sie sind doch alles Blinde im Grunde genommen, oder? Schauen Sie sich das an. Hier, Walter Schreiner, total blind. Walter, mit der auch ein Interview.
Du, bitte, ja? Bitte, bitte Münster Henning. BVD, der Blinde vom Dienst. Was sagen Sie, dass Sie das nicht verstanden? Hä? Legal? Illegal? Scheißegal. Okay, wir bedanken uns und geben zurück. Alle. Bitte? Bitte? Hier auch eine kompetente Fachkraft. Ja, bitte. In, Schnitt, Schnitt. In, bitte. Rasi. Hier sehen wir nun einen bedeutungsvollen Teil des Maibaum-Ausstellens. Es geht nun darum, dieses wundervoll hergerichtete Stück Holz sicher an den Ort, wo er aufgestellt werden soll, zu bringen. Es wurde lange Zeit damit verbracht, diesen Baum zu präparieren, zu malen. Was macht jetzt eigentlich, wenn ich alles laut verkleide? Die Farbe oder so, wenn ich gerne jetzt vorher dann an? Die ganzen Wettbewerbflacker betäubt in irgendwelche Bitten? Nein. Schaut sehr gut aus. Wäsche möchte ich sagen. Was sagst du eigentlich du zu diesem Unternehmen hier? Jetzt kommt, drehen Sie sich zur Kamera. Also Sie sind hier aktives Mitglied in dieser Maiburschen Gaudi und Sie waren von Anfang an dabei und im Nachhinein betrachtet. Was sagen Sie dazu? Von Anfang an dabei gewesen. Das ist nicht richtig. Ich nur ein paar Mal da reingeschaut. Aber Sie waren. Aber Sie waren von Anfang an damit für eingeplant hier irgendwie das Kirchen. So extra bündeln, tanzen und so. Jetzt machen wir Schluss. Genau. Aber Hose wehrt sich. Hey, jetzt hört man. Alles festgehalten. Wo ist mein Stuhl eigentlich? Ah ja, natürlich, mein Stuhl. Komm, ich komm hier her, Tom. Mit der Klappe. Jetzt können wir wieder aufhören. Deine Schwester sitzt immer außerhalb. Nein. Und sehen wir die sogenannte Wachbude, welche dafür gut ist, aufzupassen, dass der Baum nicht irgendwie Füße kriegt. Es wurde Stunden um Stunden, langwierige, kräftezehrende Stunden darin verbracht, dafür zu sorgen, dass der Baum an Ort und Stelle bleibt. Wahre Orgien wurden darin abgehalten, literweise Bier vernichtet, hier ein Held des Maibaumwachens. Und wir wollen uns nun mal dieses die Höhle von innen anschauen. Folgen Sie mir. Gas rein! Schlüssel. Erstmal noch ein bisschen Leib aus Gelting.
Jetzt rede ich irgendwas. Hier wurden lange Nächte verbracht. Lange, dunkle Nächte. Kübelweise wurden mir Bier, Spezi, Wein, Sekt vernichtet. Es war für viele, kann man sagen, fast ein Zuhause. Hier wurde geschlafen, hier wurde gegessen und andere Dinge gemacht. Es wurde sich hier häuslich eingerichtet, wenn wir uns hier die Einrichtung anschauen. Schöne Einrichtung, oder? Hm. Nett. Da war ein, wie soll man sagen, ein Born des Glücks. Hier kamen zwei Menschen in trauter Zweisamkeit. Ja, also ich muss sagen, betreffend meiner Zoopotenz, wo wir nicht sagen, man weiß, Potenz ist eigentlich nur eine Wannensprache. Und das heißt, kann man schon reinrechnen. Ja, toll. Mein momentan halt mal Probleme mit meinem Freund. Der sitzt übrigens da drüben. Vielleicht werden wir mit dem mal kurz ins Bild tun. Der Schuhstuhl. Aber jetzt wird es zu viel zu wenig. Thank you.
Problem. Ja.
Zweiter Vorstand, der erste ist leider gerade sehr beschäftigt. Ich bin eigentlich der Dritte, aber... Ja, Dritte, genau. Das macht ja nichts. Ich meine, ich lasse mich gern zu solchen Sachen verleiten, wie im Album aufstellen, viel Bier trinken, viel Weiber, gut rauchen. Ich meine, Weiber müssen... ja, jetzt werde ich schon fast verlegen. Ich meine, das grüne T-Shirt von ihm, eigentlich ist das Sweatshirt, aber... Die Mütze ist auch stark. Nicht beim Malbum aufstellen. Speziell für die Frauen, weil wenn der Malbum umfällt, dann ist das recht riskant. Hier haben wir noch anderes Accessoire, zum Beispiel Handschuhe, Holz. Der beim Umfallen sollte unten nach Holz ihren Kopf zu, obwohl man Hämmer aufhat. Dann verletzt man sich die Hände. Und das sogenannte Bauchweggürtel, oh, den können wir wieder weg. Und, oh, da läuft jemand durchs Bild. Das ist typisch Leib. Oh, da kommt mein Freund. Ja, oh, wieder hat er einen Kippenkopf. Was halten Sie davon, von der Schutzhelmpflicht beim Album aufstellen? Also ich finde das sehr gut, weil ich meine zwar eben das erste Mal schön kleinerisch kann man jetzt in Freundschaftsfarben machen, ja. Und zweitens haben wir Papier. Es ist bei Wind vor allen Dingen nicht schlecht, ja. Das machen wir ja bis hier, zum 8. Sommer. Die Blüten, die stelle ich bei Recherche da mal nicht, weißt du? Peter, du bist mit dem Bild. Oh, komm. Ich meine es eigentlich nicht so, du bist überhaupt nicht. Thank you.
wieder reingelaufen. Das bei Uli Small. Geht schon, hey, geht's.
Also wenn es ein bisschen geht, oder war es ein Motorrad, drei, vier, wie soll ich das sortieren? Ja? Haben wir diesen Zug hier? Haben wir schon probiert? Thank you.
Thank you.
vielleicht bei der Probe mal gefehlt hat. Die Maschine fährt. Thank you.
Jetzt nur mal, gehen wir miteinander raus.